The Big Short, der Film, bietet sich ja geradezu als Erklärstück der Wall Street auch mal an, seinen Kunden ein Stück Geschichte näher zu bringen, beizubringen und zu schauen, wie es damals tatsächlich war. Denn das wissen ja eigentlich die wenigsten Deutschen, was da tatsächlich auf dem amerikanischen US-Immobilienmarkt passiert ist. Und von daher finde ich die Verbindung auf der einen Seite sicherlich ein Portal in Düsseldorf, sich weltweit zu entspannen, dann zu bespielen, auf der anderen Seite einen Film mit seinen Kunden anzuschauen, eine Top-Idee, muss ich sagen, lobe ich. Ich bin eingeladen worden hier von CapTrader und von FX Flat und wird sicherlich ein netter Abend. Den Film habe ich noch nicht gesehen, nee, aber das Buch habe ich gelesen. Den Film noch nicht, aber ich hoffe, es wird ein netter Film. Wir haben den Trailer gesehen, dass dieser Film jetzt Anfang 2016 hier ins Kino kommt. Und ja, natürlich, das Thema ist sehr präsent noch bei allen, die sich für das Thema Börse interessieren. Ist ja nicht ganz so häufig, dass ein Film über Börse gezeigt wird. Es gab natürlich schon einige. Jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt, The Big Short ist ein spannendes Thema, auch ein aktuelles Thema. Und dann haben wir uns gedacht, das machen wir als Kundenveranstaltung, laden Kunden ein und Partner und machen da eine schöne Veranstaltung draus. Aber generell sollte man mitnehmen, dass natürlich das Thema Geldanlage oder auch Versicherungen, wenn man jetzt Häuser finanziert oder ähnliches, dass man sich damit auch persönlich auch mal beschäftigen sollte. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Teams FX Flat und CapTrader heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Sebastian Grunert von der Online-Trading-Schule Tradimo, auch ein sehr guter und geschätzter Partner, hat eine App auf den Markt gebracht, was gleichzeitig das erste Börsenspiel ist, was es für die Smartphones zum Runterladen gibt. Unser Spiel Little Traders setzt die Leute in die 1920er Jahre zurück. Also es ist kostenlos im Apple App Store für alle verfügbar und es ist absolut auch ohne Vorwissen machbar. Wir haben sowohl Leute, die noch vorher gar keine Ahnung von der Börse hatten, die begeistert sind, und auch Leute, die 9 Jahre schon professionell gehandelt haben, die das Spiel 3 Stunden nicht aus der Hand legen konnten. Die Menschen haben eigentlich immer Angst, wenn ich sie frage. Sie hatten schon Angst 2015, 14, 13. Sie hätten auch Angst gehabt vor 99, 2000, wenn sie gewusst hätten, was der neue Markt macht. Also der Mensch ist voller Angst. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, wir haben 50-50. Wir haben Angst und wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Hoffnung, Chance und Risiko. Und wenn ich etwas erreichen will, ja, dann muss ich schon manchmal auch ins Risiko gehen, um diese Chance zu ergreifen. Und ich darf mich nicht bange machen lassen. Ich muss auch keine Angst haben, wenn ich die Instrumentarien nutze, die zum Beispiel die FX Flat auf ihren Seiten anbietet. Ich kann ja Stops setzen, so dass ich nicht verliere. Die muss ich dann nur nachziehen. Also von daher, die Angst kann ich tatsächlich eingrenzen und die Chance tatsächlich ausweiten. Also die Angst ist berechtigt, ganz klar. Aber ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt, sich mit der Börse auseinandersetzt und halt die Strategien lernt, finde ich, kann man durchaus erfolgreich am Markt handeln. Und ich finde, da müsste man keine Angst haben, solange man vorbereitet an den Markt geht. Ah, die ersten 2 Wochen waren tatsächlich schlecht. Wir haben uns ein wenig Ängste gemacht um China, um Asien, Weltwirtschaft, Konjunktur, Ölpreis, gar keine Frage. Aber letztlich findet der Markt immer eine Begründung, wenn es denn nach unten geht. Genauso wie er eine sucht, wenn es nach oben geht. Das Jahr 2016 könnte ein holpriges Jahr werden. Klar, in Amerika haben wir zudem noch Wahlen. Wahljahre sind immer schlechte Börsenjahre, muss man sagen. Und das Europäische Haus, das steht noch nicht komplett. Ich denke nicht, dass 2016 ein Crash-Jahr wird, weil dazu haben wir noch zu wenig Pessimismus unterwegs. Wir wollen immer wieder unsere Kunden sensibilisieren, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie kein zu hohes Risiko pro Trade eingehen, also eine vernünftige Positionsgröße wählen. Ja, und das Thema Risiko-Money-Management natürlich sollte für jeden ganz, ganz wichtig sein. Unsere Kunden, die können natürlich in beide Richtungen spekulieren auch. Also man kann sich absichern auf fallende Kurse, man kann auch auf fallende Kurse spekulieren. Es gibt alle Möglichkeiten, man kann mit Optionen handeln. Es gibt also jede Möglichkeit, darauf zu reagieren auch. Dass eben die Frage ist, wie sich die Systeme weiterentwickeln und was man tun kann, um für eine gewinnbringende Situation für alle sorgen zu können, die nachhaltiger ist.